Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Soki. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Heute spielen wir wieder Star Wars Jedi Fallen Order. Wir sind hier noch auf Sepho, wo wir letztes Mal auch oft gehört haben. Ist ja mittlerweile auch schon der 6. Part. Oder? Ja. Und ja, wir müssten hier irgendwo weiter. Nicht so aus, da oben ist, sieht aus wie eine Machtquelle, irgend sowas, aber hier geht es jedenfalls nicht weiter. Das hier wird es auch nicht sein. Hier waren wir noch nicht. Ja, das sieht gut aus. Da geht's ja rein. Vielleicht müssen wir später mal. Ja, lass mal zuerst hier reingehen. Hier können wir wieder meditieren, okay. Können wir die aufmachen? Hier sogar. Ah, okay, jetzt sind wir wieder im Hangar. Vorne müsste auch unser Schiff sein. Okay, das steht noch. Können wir jetzt? Da können wir. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die andere Seite. Mal hier rüber. Ich krieg dich! Okay, das ging schnell. Dann wahrscheinlich auch hier rauf. Ich finde, der Planet schaut eigentlich echt nice aus. Ich kannte ihn vorher noch nicht. Verdammt, das Gas hat meine Blaster. Die Idee ist hier! Was soll jetzt die können? Ich ziehe! Ich bin wohl nur noch ich über. Das ist noch die Kiste, die. Möchte ich mir noch holen? Hey! Kommen wir wieder in den Skin. Was ist es? Eine neue Lichtschwerthülse. Müssten wir wieder eine Werkstatt oder so finden, dann könnten wir die ändern. Ja, wahrscheinlich hier rüber. Ich sehe dich! Jetzt nicht relativ schwer. Hier gibt es auch wieder eine Kiste. Oder? Das Comp-Anschluss muss für die Bedienung dieses Geräts repariert werden. Können wir das reparieren? Bist du noch da? Weiß ich nicht. Okay, hier geht's nicht rein. Ah, okay, mit. Ich weiß jetzt nicht, wie man das verbieten kann. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn das einer weiß, aber irgendwie müsst es wahrscheinlich mit der Macht gehen. Also, die 1 ist ja eher zum Verlangsamen, aber wahrscheinlich nicht zum Umbiegen von irgendwelchen Geräten. Oder Gebäuden. Ja, lass mal hier rüber gehen. Okay, das war ein Punkt zum Meditieren. Ach, unser Druide kann sogar Licht machen. Perfekt. Ganz schön finster hier drin. Ich gehe mal hier lang. Hier rechts. Und hier rüber an der Wand.
Okay, dann wahrscheinlich hier rüber. Das ist richtig finster hier drin. Ich kann nicht wissen, was da unten alles ist. Okay. Können wir irgendwas scannen? Wo ist denn das? Ich finde es nicht. Hier. Ah, okay, hier. Mein Freund, seit ich Bogano verlassen habe, habe ich mehr über die Sepho erfahren, als ich für möglich hielt. Okay. Okay, hier geht's wieder raus. Ich komme nicht oder durch. Auch nicht. Ist wieder verschlossen. Hier ist, denke ich mal, nichts mehr. Nee. Dann gehen wir mal wieder auf die andere Seite und probieren mal den anderen Weg. Okay. Aber Sturmtruppen oder so sieht man hier eigentlich keine. Kommt hier hoch? Nee, denke nicht. Müssen wir hier rüber? Ich hoffe, dass für euch das einigermaßen gut erkennbar ist hier drin. Okay, aber von hier können wir rüber. Wieder eine Kiste. Hey! Was ist es? Neues Lichtschwertmaterial, auch nicht schlecht. Kupfer. Und ja, hier rüber. Ich lasse mir noch irgendwann mal runterfallen. Aber sieht gut aus. Der Lichtschalter. Jetzt ist ja mal alles hell. Auch nicht schlecht. Und hier ist noch ein Lüfter. Oder... ja. Müssen wir wieder raus. Okay, jetzt sind wir drüben. Sind wir da drüben rein? Ja. Sind wir. Ah. Du hättest nicht herkommen sollen. Okay. Komm zurück! Wir machen ein ganz gutes Knockback. Der läuft gleich runter. Aber ich. Oh Gott. Der ist fast auch noch runtergefallen. Wir müssen immer bei den Löchern aufpassen, also da springen immer irgendwelche Viecher raus und kommen wir da rüber. Ja. Und jetzt wieder stoppen und wieder rüber. Okay, gut. Gehen kurz. Das könnte ein Problem werden. Was ist denn das? Pillag oder Fillag. Werden sie provoziert, können Fillags aufgrund ihrer schlechten Augen den Kurs nur bedingt ändern und zerschmettern häufig an Felsen, wenn sie angreifen. Fillag haben auf Gebirgspässen dank ihrer Hufe einen sicheren Stand und werden von starken Winden auf Sepho nicht beeinträchtigt. Okay. Das sind ganz schön starke Viecher, denke ich mal. Aber der ging. Okay, hier sind ein paar mehr. Stimmt so. Oh, ich hab Hunger. Das reduziert SSD jetzt. Er könnte entkommen. Kann. Okay. Das ist nicht so gut. Los, vorsichtig. Ja.
haben. Okay, Granat. Rakete. Er ist getroffen. Der. Okay. Der ist nicht schlecht. Wir müssen ihn mal schnell. Ihn mal schnell töten. Scannen wir den mal. Ja, Raketen. Was sind wir damit dann machen? Okay, das war zu spät. Können wir das wieder beschleunigen? Das ist gut. Hier rüber. Sind wir wieder hin. Dann hier rüber. Okay, jetzt. Und nochmal hier. Okay. Ich denke, das wird dann auch wieder nach unten gehen und müssen dann das andere. Kann ich das schon von hier stoppen? Nee, kann ich nicht. Okay, das hat gut funktioniert. Und hier zu dem rüber. Jedenfalls viele Wasserfälle, und was ist das da drüben? Okay. Wow, das muss einer der Sepho sein. Wir sind auf der richtigen Spur, was? Okay. Ziemlich große Statue. Okay, aber noch das da drüben. Okay, da werden wir wahrscheinlich später noch rüberkommen. Sturmtruppen. Hier raus! Wer bewegt sich? Ha. Oh Gott, ein Granat. Nur du und ich. Sehen wir den mal wieder. Danke, BD1. Das war ein Sturmtruppenkommandeur. Ich denke, das wird, wenn wir reinkommen, genau in diese Höhle rein. Dort, wo wir vorhin nicht weitergekommen sind. Das Spiel ruckelt heute ein bisschen. Ich werde ihn ausschalten. Hier runter. Okay, das ist gut. Können wir hier auf der Seite hoch? Gibt es da oben irgendwas? Wahrscheinlich. Wir haben ihn erwischt. Du kommst hier nicht lebend weg. Und wir jetzt mal an. Ist da jemand? Ganz egal wer. Hilft! Nee, dir hilft keiner. Jedenfalls nicht mehr. Aber hier oben gibt's nichts. Können wir ja eigentlich wieder runterrutschen. Okay, dort unten sind wieder diese Viecher. Und wir müssen hier raufspringen. Einmal schwingen und. Ja. Und wir müssen hier raufspringen. So. Und. Absprung. Perfekt. Und dann hier wieder rüberlaufen. Am besten die Tiere gleich. Verwittertes Monument. Okay, dann sind wir ja gleich da. Aufpassen! Und wieder ein paar Sturmtruppen. Alles im Griff! Oh nein! Holt ihn euch! Den machen wir auch. Ich bleibe an dir dran! Dafür werden wohl alle Belohnungen an mich gehen! Okay. Ganz schön Widerstand. Viel Widerstand. Können wir auch scannen? Ich kann's nicht verschieben. Ja, okay, wir können es ja gar nicht verschieben. Sehen wir mal die Karte an. Dort unten ist auch eine Tür. Okay, wir sind. Ja, okay.
Also wir müssen, ich denke, den Weg oder den Weg nehmen wahrscheinlich. Was noch unerkundet ist. Da geht's in der Höhle. Aber ich glaube, ich gehe mal zuerst da hinten rein. Damit der Macht stoppen. Wir können wieder ein Echo wahrnehmen. Von einem toten Skelett, okay. Marianna, kümmere dich um Sienna. Oder nicht wir unbedingt, aber irgendjemand. Gibt es wieder einen Punkt zum Meditieren? Ich würde auch sagen, das machen wir mal kurz. Gehen wir mal auf den Fähigkeitenpunkt. Ich habe hier 3 Fähigkeitenpunkte sogar schon. Was können wir denn erlernen? Hältst du verlangsamen? Holst dein Ziel länger verlangsamen? Okay. Erhöht sich unser Maximalleben und hier können wir unsere. Also. Und hier können wir nach vorne sprinten und attackieren. Springe während des Sprints, um ein Salto über das Ziel zu machen. Das hört sich schon mal cool an. Ich glaube, das nehmen wir mal. Ich glaube, das kann nützlich sein. Mit F halten können wir diese Attacke ausführen. Okay. Vielleicht ja mal unser Leben erhöhen. Können wir die Verteidigung noch verbessern? Und hier? Okay, das kostet uns 2 Fähigkeitenpunkte, also sowieso nicht. Eine Trittattacke. Und hier können wir unsere Verteidigung verbessern und weniger Blockausdauer verbrauchen. Ich würde sagen, wir nehmen auch wieder die. Okay. Dann ruhen wir noch bei uns noch aus. Sind wir wieder voll vom Leben her. Perfekt. Okay, die sind wieder dort oben. Das war so ziemlich unnütz, die zu töten. Er hat eine Minigun. Ich werde deine Verteidigung durchbrechen. Ich hätte ja gleich eigentlich die neuen Attacken aus probieren können. Machen wir nächstes Mal. Okay, die sind wieder hier. Okay. Wahrscheinlich da wir ausgehen kommen. Du kannst ruhig blocken. Ich brauche nur ein paar Treffer. Das deckt gerade zu. Weich aus, so viel du willst. Ich versuch's weiter. Okay, okay. Also, wir müssen um die dritte Attacke ausweichen und Linksklick drücken. Mal sehen. Kommen wir denn hier rauf? Okay. Das ist definitiv nicht unser Schiff. Hier geht's auch runter. Gibt's noch viele Wege zum Erkunden. Ich würde es ja interessieren, wenn Teamschiff das gehört oder nur den Sturmtruppen. Hier fallen lassen. Okay, dort kommen wir rüber und da drin ist auch irgendwas. Werden wir ja wahrscheinlich noch herausfinden.
Oh Gott. Das wäre ja nicht runterfallen. Und dann kommen wir aber auch schon hier runter. Wenn wir das durchschneiden, dann kommen wir wieder runter. Aber hier waren wir noch nicht. Jetzt komm. Ich hab's erwischt! Können wir jetzt den F gedrückt halten? Okay, das funktioniert ganz gut. Wir müssen ein bisschen näher dran sein. Sieht irgendwie zwar nicht zerstört, aber hier ist einfach kein Licht. Vom Imperator gewünscht, haben wir Sepho besetzt und die Bewohner umverteilt. Der Planet hat bislang keine signifikanten Daten oder Relikte für Projekt Vora gebracht. Seine elektromagnetischen Winde haben den Großteil unserer Bergbaumaschinen lahmgelegt. Gleichzeitig fallen immer mehr Truppler der gefährlichen Fauna zum Opfer. Wir werden unseren Auftrag hier nicht erfüllen können. Ich empfehle daher, das Projekt abzubrechen und nur einen Außenposten zurückzulassen, um unsere Technologie vor Plünderern zu schützen. Hey, das heißt, dass hier die Bewohner noch hier sind. Bloß irgendwo anders. Ich denke, dass wir auf die auf jeden Fall stoßen und sie vielleicht retten werden. Kommt ja noch ein. Ich hätte nie gedacht, dass ich als Letzter übrig bleibe. Okay. Ach, jetzt sind wir hier auch angekommen. Hier ist noch eine Kiste. Oh, okay. Irgendwas Brauchbares? Einen neuen Lichtschwertschalter, okay. Ich würde auch sagen, okay, wir müssen da runter. Schon dann gleich abspringen. Okay. Gut funktioniert. Weil jetzt denke ich mir, ich glaube, dass ich einmal runterfalle. Ja. Das. Ich bin mal gespannt, wie viele Versuche ich da brauche. Mich überhaupt hier rüber. Okay, ich kann. Ich komme hier hoch. Okay, jetzt noch nicht. Warte noch einmal. Hier rüber. Okay, ich bin hier hochgekommen. Perfekt. Das war eine schwere Geburt. Oh Gott. Hab ich mich erschreckt. Geh schnell hier, du. Sind das die Bohrer? Okay, wo jetzt hin? Wenn wir dort nach vorne müssen, dann. Okay, das glaube ich war unangenehm. Ich glaube, wir müssen dort an der Wand da. Und jetzt hier hoch. Das hat nicht funktioniert. Okay, wir können langsam. Wie das funktioniert. Okay, das ich hab das nicht noch nicht gewonnen. Das Imperium hat seine Position. Du musst schnell da weg. Bin dabei. Danke. Die Themen wir noch mal kurz. Denken ja okay, Fähigkeiten. Haben wir noch keine neuen bekommen?
wir ja mal hier rüber. Einmal schwingen, einmal abspringen. Und nochmal. Gegner nähert sich! Verstanden! Okay, das sind ein paar mehr. Ich glaube, er hat Angst. Wie sollen wir das hier gewinnen? Angst habe ich keine. Oh je, wer kommt denn da? Feuer frei! Okay, nochmal! Ich sollte mich zurückziehen! Okay, da kommen mehr. Alles im Griff! Verstanden! Zuerst dem. Ich hab ihn getroffen! Ich krieg das hin! Ich schlage das Gesicht ein! Volltreffer! Ich fall gleich. Okay, ich bin runtergefallen. Wo ist der hin? Okay. Ich bekomme den. Du bist schnell, das muss ich dir lassen. Kannst du keinen Treffer einstecken? Jetzt aber. Hat ja lang gedauert. Das Schiff ist auch schon wieder weg. Hey! Was war da drin? Eine neue Lackierung. Für unser Schiff. Das ist aber auch ganz schön viel Eis. In die Kurve abspringen. Dass wir hier gleich nicht runterfallen. Ganz schön riskant die Sache. Sind wir wieder in der Höhle? Was wissen Sie? Nichts von Cordova. Ich glaube, die wissen nicht, dass er hier war. Dann sind wir im Vorteil. Noch. Okay. Ich bin ja mal gespannt, was wir jetzt hier finden. Ein paar Tiere. Und noch mehr von denen. Ich glaube, da kommt gleich wieder ein Jagdpaar. Das ist interessant. Wir sind hier richtig. Okay. Das sieht aus wie ein paar Malereien. Hier kommen wir wieder in eine mehr eisigere Gegend. Komm nicht durch. Ist wie beim unteren Eingang. Genau dasselbe. Ja, aber zuerst mal hier rüber. Vor uns ist ein Sturm. Er hat die Ausrüstung des Imperiums langgelegt. Etwas zieht mich dorthin. Nicht nur der Sturm. Geh dem nach. Lass die Macht deine Instinkte schärfen. Na gut. Ich gebe mein Bestes. Okay, wir können uns aber auch mit unserem Druiden heilen. Können wir auch machen. Okay. Wie konnten wir was untersuchen? Geht aber nicht mehr. Aber dort oben kommen wir wahrscheinlich eh nicht weiter. Und müssen jetzt wahrscheinlich herunter zu dem. Zu dem hier. Die will Stress. Okay, der kommt. Die müssen noch. Auch friedlich. Also so sind sie wahrscheinlich sowieso friedlich, wenn ich nicht hier bin. Und wir den auch noch. Oder eher uns. Den schneidet man immer das Horn auf. Die sind echt niedlich. Hier neue Saum gefunden.
für unser Terrarium im Schiff. Denke mal, dass wir hier wieder runter müssen. Sieht gar nicht so schlecht aus hier. Aber der Wind ist halt so eine Sache hier. Ganz schön viele Schriften von den Sepho hier. Okay, aber ich würde sagen, bevor wir da nach vorne weitergehen, in den Sturm rein, war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, lasst ein Abo und ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.